Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, wir sind an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, quasi da, wo man die Fragmente für das Nuklearkraftwerk findet. Und wir sind immer noch auf der Suche nach Uran. Traurig aber war, aber ich habe bisher noch keins gefunden. Das Grüne ist doch jetzt nicht Uran, die haben dem Zeug doch nicht irgendeinen neuen Stil gegeben und... Ja, sie haben. Da hätte ich lange suchen können, Leute. Da hätte ich wirklich fick die Wand an lange suchen können, weil so grüne Dinge habe ich noch gesehen. Mann. Das kann man doch nicht einfach so machen. Da hätte ich jetzt echt lang suchen können. Jetzt weiß ich zumindest, nach was ich suchen muss. Weil die waren... Also Uran war früher auf jeden Fall in diesem Gestein drinnen, was man da zerkloppt. Ich habe doch gesagt, es muss hier was in der Gegend sein. Man kann doch nicht einfach ein Fragment hinklatschen und sagen, okay, hier hast du das Fragment, aber machen kannst damit nichts, weil wir kein Uran zur Verfügung stellen. Das habe ich mir doch gedacht, dass sie das nicht machen. Gut, ich würde sagen, dann gucken wir jetzt noch tatsächlich ein bisschen danach. Weil 2 ist jetzt nicht genug, also 4 Slots hätte er. Und ich hätte natürlich auch gerne wieder ein bisschen was auf Reserve dabei. Und das sollte jetzt wirklich drin sein. So, wie gesagt, wir wissen jetzt zumindest nach was wir suchen. Und das macht die Sache auf jeden Fall einfacher. Okay, das ist irgendein Kristall noch. Ich bin gespannt, ob wir das in der Zentrifuge oder irgendwas noch den Reinheitsgehalt davon noch erhöhen müssen. So, hier ist auf jeden Fall eins. Ich habe aber gerade eben noch ein weiteres gesehen gehabt. Von denen würde ich mich gerne fernhalten, weil ich glaube, die sind echt gar nicht zum Spaßen aufgelegt. Und wer den letzten Part gesehen hat, weiß, die Viecher haben einen Wallhack drauf. Ja, dich meine ich, du Cheater. So, hier schaut es jetzt aber soweit eigentlich gut aus. So, wo finden wir noch ein bisschen was? Wir nehmen jetzt auf jeden Fall gut was mit. Ich denke, das ist klar, oder? Dass ich jetzt hier nicht einfach so abhauen werde. Und es ist gut, dass wir die Seemotte im letzten Part repariert haben. Weil die hat jetzt doch ganz schön einige auf den Sack gekriegt. Okay, hier... Okay, hier finden wir wirklich gut Stuff. So. Nehmen wir natürlich alles mit. Holla, die Waldfee. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Slots ich noch frei habe. Spielt aber gerade keine Rolle. Wir werden es herausfinden. Wenn ihr mir sagt... Habt ihr das gerade gesehen? Wie schnell der da gerade durchgeflitzt ist? Der Sack. Also die sind doch wirklich noch ein bisschen verbuggt, oder? Und da. Er macht gerade wieder seinen Wallhack. Also die Neuerungen sind tatsächlich noch ein bisschen verbuggt. Man darf nicht vergessen, ist ein Early Access Game und sowas. Sollte man auf keinen Fall vergessen, aber sie sind auf jeden Fall noch etwas verbuggt. So ehrlich muss ich einfach sein, zu sagen, wenn man sich das Spiel holt, sollte man sich darauf gefasst machen, weil es ist einfach noch so. Ich meine, das Biokraftwerk, was
faktisch jetzt nicht mehr funktioniert, weil ich das Zeug nicht rausholen kann und nichts Neues reintun kann und mit der Hängefruchtpflanze nicht funktioniert, dann ja, hier die Viecher, die spacken noch ein bisschen rum. Sag mal, wie viele Slots habe ich denn noch? Ja, doch noch einige. Ich glaube nicht, dass wir jetzt so viel Uran mitnehmen müssen, oder? So viel Uran mit? Nee, das reicht doch. Komm, das reicht, Leute. Ich würde sagen, wir gehen lieber auf dem Heimweg. Nehmen wir noch ein, zwei Titan-Dinger mit und dann ist gut. So viel brauchen wir nicht. Nee, auf keinen Fall. Und das ganze Gold können wir eigentlich auch wegwerfen. Ich würde sagen, das schmeißt man wieder da hinten bei der Hitzesignatur weg. So wie wir es beim letzten Mal gemacht haben. Weil wir haben einen ganzen Schrank davon. Moment. Eine Sache würde mir jetzt tatsächlich noch schnell interessieren. Und zwar in den Bauplänen. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ja, das sind die Eier. Das sind die Computerchips. Da, Rod. Titan, Uran, Lead. Dafür brauche ich kein Gold. Also definitiv kein Gold. Okay, jetzt haben wir hier eh kein Gold drin. Aber hier haben wir noch ein bisschen Gold drin. Nehmen wir uns das Gold raus. Tun wir das Uran rein. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Gold raus. Also, ganz im Ernst. Das können wir uns jetzt hier echt schenken. Also Gold ist jetzt wirklich nicht das Problem. Wenn wir es mal brauchen, holen wir uns welches. Schaut euch das mal an. Die ganzen Nuggets, wie sie da liegen. Dann nehme ich lieber noch ein bisschen Titan mit, ernsthaft. Weil das haben wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Das haben wir komplett verheizt für den Reaktor und für das Upgrade-Modul. Und wir cruisen ja quasi genau an Stellen vorbei, wo wir jetzt gerade ein bisschen Titan kriegen. Daher bietet sich sie auch wirklich an. Sprich hier. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Wir gehen ja hier gleich irgendwo durch den Dschungel auch wieder durch. Ich meine, man kennt sie mittlerweile. Das hier sind prädestinierte Stellen für Metallschrott. So, ich würde sagen, ich mache jetzt schnell mein Inventory voll mit Schrott. Damit wir ein bisschen Titan haben. Okay, ein bisschen geht noch. So, und zwar. Okay, jetzt geht nicht mehr, nichts mehr. Dann ab in die Seemotte. Wisst ihr was? Just for fun, machen wir das hier noch kaputt. Und das hier. Ja, Kupfer. Ne, Kupfer können wir uns echt gerade schenken. Was haben wir denn noch so drinnen? Wisst ihr was? So. Nehmen wir das hier noch mit. Gut. Wo geht's heim? Base, 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 Base. Da ist sie. Also ab nach Hause. Haben die dem Uran echt ein neues Icon verpasst? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da, Rettungskapsel 17. Das war auf jeden Fall die aus der... das Notsignal stammte. Apropos Notsignal, bevor wir jetzt in die Base gehen, gehen wir nochmal ganz kurz in die Rettungskapsel rein und schauen mal, ob da irgendeine neue Nachricht gekommen ist. Das haben wir nämlich echt schon lange nicht mehr gemacht. Und jetzt könnte mittlerweile wirklich eine neue Nachricht gekommen sein. Ich glaube, es gibt noch welche. Ich glaube, es gibt noch Nachrichten, die wir noch nicht gehört haben.
So. Und? Blinkst du? Nein, du blinkst nicht. Keine neuen Nachrichten. Ja gut. Dann halt nicht. Hätte ja sein können. Dann ab in die Base. Die gefällt mir im Übrigen mittlerweile auch richtig gut. Ich finde, das ist bisher die hübscheste, die wir bisher gebaut haben. Da ist der Fuß wieder. Der war doch letztens weg. Welcome aboard, Captain. So. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall einen neuen Schrank brauchen für Uran. Da, Uran, tatsächlich. Okay, da braucht man doch einiges. Heftige Scheiße. Ich würde sagen, wir produzieren auch direkt Uran, oder? Das lassen wir jetzt gar nicht als kristallines Scheißdreck rumliegen, sondern hier direkt richtig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das gleich drei frisst. Das ist schon heftig. Ich hoffe, das hält jetzt dann auch ewig und drei Tage. So. Erstmal hier das Titan weg. Sehr schön. Haben wir davon auch wieder ein bisschen was. Moment. Zwei behalten wir uns. Ein Quarz nehmen wir uns. Dann nehmen wir uns den hier wieder auf den Dreier-Slot. Und craften uns hier direkt mal einen Wandspind hin. Uran. Hier können wir das Uran direkt reinklatschen. Holen uns... Wieso habe ich das denn jetzt schon wieder gezogen? Hunger haben wir auch. Das machen wir als erstes. Kommt schon. Also diese Spacken mit der Maus, das geht mir so auf den Keks. Ganz ernsthaft. Hier hat sich auch nichts mehr getan, oder? Nope. Wie schaut's hier aus? Seid ihr groß geworden. Aber ansonsten, glaube ich, ist es noch friedlich, oder? Ihr tötet euch noch nicht komplett gegenseitig. Heftig, 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 heftig. Ja, da wuzelt's jetzt doch schon ganz schön rum. So. Okay, das mit dem Uran, dass das jetzt gar so verbrauchsintensiv ist, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sonst hätte ich es nicht weggeworfen. Aber ich glaube, es waren eh nur zwei oder drei, die wir weggeworfen haben. Somit ist das schon okay. Rest. Da kommt der Diamant rein. Zu Crafted gehen wir auch gleich. Ja, eine Batterie haben wir eh noch im Inventory. Mal hier noch ein bisschen Uran herstellen. Okay, das haben sie damit aber jetzt echt wesentlich schwerer gemacht. Man muss jetzt schon mehr suchen. Ich hätte echt eins noch halten sollen. So. Moment. Mich würde was interessieren. Kann ich tatsächlich nicht scannen. Schade eigentlich. Gut. Das hier legen wir weg. Dann schauen wir mal ganz kurz hier rein. Lead und Titan. Ich würde sagen, wir machen gleich zwei Brennstäbe, oder? Zwei Brennstäbe, das hört sich gut an. Dann zweimal Lead. Und zweimal Titan. Ich bin gespannt, wie lange die Dinge halten.
Ich hoffe ewig und drei Tage. So, Nuklearkraftwerk, ich komme. Ihr drin, schön brav sein. Ha. Ihr ärgert euch nicht gegenseitig, oder? Ja, für euch ist... Es ist jetzt nicht unbedingt artgerechte Haltung, was wir hier betreiben. Aber davon hat auch nie jemand geredet. So, einmal. Und zweimal. Ja, die Energie geht hoch. Und wie sie hochgeht. Okay, ich kann Deleted Rods da wieder rausholen. Aber aktive nicht, macht auch irgendwie Sinn. Brennstäbe wären ja doch irgendwie heiß. Ja, Energie geht auf jeden Fall fucking schnell hoch. Finde ich gut. Also mit der Energie werden wir jetzt auf jeden Fall keine Probleme mehr haben. Wir haben da hinten die Solarzellen. Die ihr Ding gerade, glaube ich, auch tun. Ah, 69%. Dann hätten wir rein hypothetisch den Bioreaktor, der sein Ding leider nicht tut. Und dann halt noch den Nuklearreaktor, der sein Ding richtig, richtig gut tut. Also, nice, gefällt mir. Was haltet ihr vom neuen Design des Reaktors? Ich meine mal, besser als das alte Design. Also schlechter ging ja auch nicht mehr. Das muss man jetzt der Fairness halber echt sagen. Aber ich finde es eigentlich sehr gelungen. Gefällt mir sehr gut. Schaut gut aus, gefällt mir. Auch hier mit der Konsole. Sehr schön. Sehr nah angelegt an, oder angelehnt an den hier. Wobei den hier finde ich jetzt nicht so hübsch. Ich meine, es macht schon Sinn, da wird es zerhäckselt, das ist ein großer Mix im Prinzip. Aber das Nuklearkraftwerk, glaube ich, gefällt mir besser. Eure Meinung dazu würde mich tatsächlich interessieren. Hey. Jetzt können wir nach Uran suchen. Es gibt Uran offensichtlich doch. Dass man direkt Uran findet, nicht nur Uramide Crystal. Vielleicht sollten wir bei nächster Gelegenheit auch mal unsere Drohnen pimpen. Wäre fast eine Idee. So, und jetzt würde ich gerne noch etwas testen, was mich schon seit einer geraumen Zeit interessiert. Wenn ich da jetzt reingehe, werft ihr mich an? Greift ihr mich an? Ich bin mir nicht sicher. Empirische müssen wir auf jeden Fall noch scannen. Greifst du mich an? Schaut fast nicht so aus. Vielleicht sind sie auch noch zu klein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das würde mich echt interessieren, wenn ich den ein bisschen auf die Pelle rücke. Jetzt komm schon, Pirscher. Nee, ich glaube, die sind hier domestiziert. Ich glaube, die lassen mich hier echt in Ruhe. Wo seid ihr denn? Ich würde jetzt gern schon noch fertig scannen. Ja, die lassen mich in Ruhe. Finde ich geil. Finde ich tatsächlich geil. So, dann würde ich sagen, machen wir hier noch so ein Teil rein. Hier konnte man doch mal mehr pflanzen, oder? Konnte ich. Ich dachte, ich hätte mehr von den Slots gehabt. Aber offensichtlich nicht. Ich glaube, hier haben wir. Das sind nur die zerbrochenen Eier. Scheint fast so, oder? Ja, das sind nur die zerbrochenen Eier. Okay, hier kann man tatsächlich noch reingehen.
Das ist ja mal geil. Die Viecher lassen einen hier drin echt in Ruhe. Das gefällt mir, Leute. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal sehr gerne... Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Oben werden wir das erweitern und einzelne Aquarien bauen, wo wir einzelne Tiere halten. Dann kann man sie ein bisschen besser studieren. So würde ich das auf jeden Fall machen. Gut, ich würde auf einem fremden Planeten mir wahrscheinlich kein Aquarium bauen, aber wenn ich es machen würde, würde ich es wahrscheinlich so machen. So, jetzt sind wir auf einen grünen Zweig gekommen. Nuklearkraftwerk. Wir schauen nochmal ganz kurz hin, damit wir es nochmal gesehen haben. Ja, gefällt mir. Ist active. Schade, dass ich nicht sehe, wie lange die Dinger noch aktiv sind. Das hätte mich tatsächlich interessiert. Hier so eine Statusanzeige. Oder? Habe ich eine Statusanzeige? Nö. Aber nichtsdestotrotz ziemlich geil, Leute. So, ich hoffe, euch hatte Part Spaß gemacht. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.